Guten Tag, mein Name ist Erik Meyer, ich bin 48 Jahre alt, Summer of 69, richtig geiles Jahr. Ich wollte Metzger werden. Opa Metzger, Vater Metzger, also da wirst du auch Metzger. Und das Schöne ist, wenn du die Metzgerlehre machst, am Ende bist du Meister. Und das ist auch das einzige Mal, dass ein Fußballer Meister geworden ist. War aber meine Lehre. Ich bin allerdings Fußballer geworden. Und das sind die Vereine, wofür ich spielen durfte. 18 Jahre. Herrlich, um aus deinem Hobby deinen Beruf zu machen. Hinten, Jan Heinze aus Dänemark. 1,60 Meter. Schnell. Charakter. Wusste genau, was er tun muss. Und wusste auch genau, wie er dem Mann vor ihm, Zé Roberto, helfen kann. Sami Hypia, aber Führungspersönlichkeit. Kerl wie im Baum. Stand da immer und gewann die Zweikämpfe. Und vor allen Dingen, null Risiko, weil er war Verteidiger. Aber auf die rechte Seite lässt er dich nicht im Stich. Auch ein Mann für die Kabine. Und das ist auch wichtig. Auch untereinander brauchst du so einen Typ dabei. Der hat vor dem Spiel auf die Schuhe gespuckt und ist rausgegangen. Lass uns fighten, lass uns Fußball spielen gehen. Willi Landgraf brauchst du dabei. Für die Leute vorne war der sowas von wichtig, weil jede Flanke von Hans-Peter Lehnhoff, weil er das während der Woche geübt hat, kam. Und wo ich in Leverkusen gespielt habe, wusste ich, wenn der den Ball hat, gehst du zweite Pfosten, dann kommt der Ball, boom. Das sind alles Experte. Defensivexperte, Mittelfeldstratege, Dribbling, Flanken, Stürmer. Und zusammenspielen, weil das ist das Allerwichtigste. Dadurch haben wir Erfolg gehabt, weil wir zusammengespielt haben, zusammengedenkt haben. Auf das hohe Niveau musst du nicht eitel sein und ich bin der Beste. Nein, da musst du dich ergänzen und zueinander passen. Und das, aber ich habe gespielt. Ich stand da, vom Anfang an, 90 Minuten, gegen das immer schwierige San Marino. Ich habe noch eine Sache für euch. Und dafür ziehe ich die Jacke aus. Weil es ist mir sehr wichtig, dass ihr mit mir noch was mitmacht. You never walk alone. Oder you never work alone. Weil es ist genau das Gleiche. Das Lied ist für mich wie ein eiskaltes Bier, wo das, die Tropfen so aus einem Glas runterlaufen. Das ist für mich You Never Walk Alone. Das trifft mir. Das haut mir direkt im Herzen rein. Weil der Text so simpel ist, aber so gut ist, You Never Walk Alone. Wird überall in alle Fußballstadien hört man das.